Hallo liebe Fische, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Unter Kanalinfo findest du alle Infos zu meinen Angeboten, auch zu den persönlichen Legungen. Bei diesem Video handelt es sich um eine kollektive Legung. Es kann sein, dass sie auf dich zutrifft, es kann aber auch sein, dass sie nicht auf dich zutrifft. Falls diese Legung nicht auf dich zutreffen sollte, schau dir auch bitte gerne meine Videos zu deinem Mond-, Venus- und Aszendentzeichen an. Unten in der Infobox habe ich dir auch noch alle Karten verlinkt, die ich in meinen Legungen verwende. Falls es dich interessiert, schau es dir gerne an. Es ist eine kollektive Legung für den Monat Mai. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind geschlechterunabhängig. Schauen wir mal rein, was sich für ein Thema bei dir zeigen möchte. Fische im Mai. Die 9 der Münzen. Materieller Gewinn. Finanziell sieht es sehr positiv aus für dich im Mai, beziehungsweise ab Mai. Für einige von euch könnte es ein Selbstwertthema sein, dass ihr hier in Angriff nehmt bzw. genommen habt. Fische im Mai bitte. Der Ritter der Stäbe, die 4 der Stäbe. Page der Stäbe, also du hast es hier definitiv mit einer feurigen Person zu tun. Könnte wieder Löwe oder Schütze sein, Sternzeichen oder Aszendent oder irgendwo anders im Chart. Die 6 der Kelche. Der Mond. Falls du dir in der Vergangenheit unsicher warst bezüglich einem Menschen in einer Liebesverbindung, das nimmt ein Ende, das wird transformiert. Diese Unsicherheit hört auf. Hier kommt Kommunikation auf dich zu mit diesen Menschen, positive Nachrichten. Ja, du warst in der Vergangenheit definitiv unsicher. Die Person, mit der du es zu tun hast, die ist richtig feurig, die ist temperamentvoll, die ist sehr schnell und dynamisch unterwegs, sehr wild und lebendig. Eventuell hat dies zu dieser Unsicherheit geführt. Der Neuanfang. Es könnte sich hierbei um einen Seelenpartner handeln.
Widder, Löwe oder Schütze. Also ich habe hier wirklich sehr viel Feuer von der Energie her. Es wird, beziehungsweise der Weg mit diesen Menschen hier, wird ganz anders, als du gedacht hast. Es könnte sein, dass ihr die Gefühle voneinander versteckt. Deine Person hier ist sehr optimistisch eingestellt. Könnte sein, dass diese Person bereits eine langfristige Beziehung hinter sich gebracht hat oder eine Ehe, die eher ungesund war. Diese Person könnte einige Gerichtsprozesse hinter sich gebracht haben. Ass der Kelche. König der Münzen. Und der Gehängte. Ich habe das Gefühl, dass du hier irgendwie denkst, beziehungsweise Angst hast, dich hier in irgendetwas zu verlaufen mit diesen Menschen, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist. Deswegen bist du ja auch so unentschlossen, überlegst hin und her, mal so, aber der Weg, der wird ganz anders verlaufen, als du dir das gedacht hast. Die Klarheit kommt. Irgendwie ist da etwas zwischen euch blockiert. Vielleicht habt ihr auch gerade keinen Kontakt. Vielleicht seit einer Woche, vielleicht seit 2 Wochen, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt jahrelang keinen Kontakt habt, ja, das bekomme ich jetzt nicht rein. Es kann sein, dass ihr immer mal wieder kurz Kontakt habt, hier Kommunikation herrscht und dann wieder mal eine Zeit lang nicht, dann wird hier wieder diese Kommunikation aufgerollt, aber das liegt einfach daran, dass du dir unsicher bist, dass du immer irgendwie alles abwägst. Du hast hier Angst, dich in irgendetwas zu verlaufen mit diesen Menschen. Dieser Mensch hier wird den Kontakt zu dir nicht aufnehmen. Wenn, dann wirst du hier auf diesen Menschen zugehen. Dieser Mensch ist geistig sehr gut entwickelt, ist im Selbstwert, in der Selbstliebe, respektiert sich selbst. Deswegen wird hier auch keine Nachricht von deinem Gegenüber kommen. Wenn, dann wirst du hier in die Aktion treten müssen. Transformation.
Hier wird daran gearbeitet, was Verbindlichkeit betrifft. Du scheinst hier sehr unverbindlich zu sein. Vermutlich auch aufgrund vergangener Erfahrungen. Du bist dir unsicher. Es ist sehr unruhig irgendwie bei dir momentan. Aber wie gesagt, hier muss an der Verbindlichkeit gearbeitet werden, damit es hier in die Mäßigkeit kommen kann. Ich danke dir dafür, dass du zugesehen hast, und wir sehen uns demnächst im nächsten Video wieder.